Am 18. und 19. August 2016 wurden in der Stadt Salzburg 46 neue Stolpersteine verlegt. Das europaweite Kunstprojekt Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig richtet sich gegen das Vergessen. Es will die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, von Roma und Sinti, von politisch Verfolgten, von Homosexuellen, von Zeugen Jehovas und von Euthanasieopfern im Nationalsozialismus lebendig erhalten. Die ersten Stolpersteine wurden in Salzburg bereits im August 2007 an 7 Stellen verlegt. Das Projekt finanziert sich in Form von Patenschaften, für die einzelne Menschen aufkommen. Wir haben mit dem österreichischen Historiker und Germanist Dr. Gerd Kerschbaumer gesprochen, der einer der Träger der Initiative ist. Wir fragten nach dem Grund für die Übernahme der Patenschaft für den Stolperstein des Schriftstellers Stefan Zweig. Das ist kein Zufall, denn ich habe vor 2003 eine Biografie veröffentlicht. Der fliegende Salzburger hat sie das genannt. Und erst später ist das mit dem Stolperstein-Projekt hinzugekommen. Und da war es eigentlich nicht mein Anliegen, sofort für Prominente Stolpersteine zu verlegen, sondern eher für alle jene Opfer, die lange Zeit verschwiegen worden sind. Vielen Salzburgern und Salzburgerinnen ist der Name Stefan Zweig bekannt, jedoch wissen die wenigsten, wer Stefan Zweig war und wie er gelebt hat. Ein unruhiger Geist, ein hausflüchtiger Mensch, nicht so wie man oft sagt, bettflüchtig, so könnte man auch sagen, ein hausflüchtiger Mensch. Es ist eigentlich, das Ergebnis ist, dass sehr viele Briefe vorhanden sind. Friederike und ihr Ehemann aus dieser Zeit, 15 Jahre sind es, sehr viele Briefe. Und wenn sehr viele Briefe vorhanden sind, müssen sie oft getrennt gewesen sein. Er war andererseits wieder ein Familienmensch. Er hat immer geschaut, dass es allen gut geht. Er hat sie versorgt, materiell, ihnen immer geholfen, auch den beiden Töchtern, mit denen er schwer zur Rande gekommen ist. Aber was das Wesentliche war, er ist von seiner Frau dort oben schon abseitig gelegen, immer abgeschirmt worden, dass er ja in Ruhe arbeiten kann. Stefan Zweig ist als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren und Salzburg war für ihn ein idealer Lebensort, vor allem wegen der Nähe zu Deutschland, dem Absatzmarkt für seine Bücher. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten änderte sich dies jedoch. Im Februar 1934 haben österreichische Staatspolizisten das Haus durchsucht. Das hat er wirklich als einen Affront empfunden. Er, der Pazifist, das muss ich herumgesprochen haben, man hat auch nicht wirklich dort oben, man hat zwar nach Waffen gesucht, aber wahrscheinlich hat man angenommen, möglicherweise, dass im Kapuzinerberg irgendwas versteckt ist, aber bestimmt nicht im Haus. Auf ihn war das auf jeden Fall einmal der Anlass, jetzt wegzugehen. Nur im Jahr davor bereits die Bücherverbrennung in Deutschland, der Verlust des Verlages etc., das kommt ja alles hinzu. Das heißt, er ist ja nicht nur in Österreich vor der österreichischen Diktatur geflohen, sondern auch vor den ganzen Vorkommnissen in Deutschland. Seine letzte Ruhestätte befindet sich in Petropolis in Brasilien. Dort hat er in einem Vorort der Stadt in unmittelbarer Nähe eines Friedhofs gelebt. Das kleine Miethaus befand sich in einer eher schlechteren Gegend und stand im totalen Gegensatz zu seiner Villa am Kapuzinerberg in Salzburg. Dort hat er letztendlich auch den Freitod gewählt. Er hat schon in London, in Basel aber, von einem gewissen Fläschchen gesprochen, das er immer bei sich hatte. Und das darauf hinweist, dass er also bereits mit Gift oder was, was es eben auch war. Und er hat ja auch sich sehr mit dem Selbstmord von Schriftstellerkollegen beschäftigt. Und ist dann im Sommer 1941, hat sich von der schweren Depression nicht mehr erholt. Und so ist auch seine Schachnovelle in einem ganz anderen Ton geschrieben als etwa seine übrigen früheren Novellen. Es ist eine gedämpfte Sprache. Man merkt, dass er die Depression hier hatte.
Das Projekt des Künstlers ist einzigartig in Europa. Wir wollten wissen, was hinter der Idee des Kunstprojektes steckt. Ich glaube, dass er sich also wirklich mit dem Thema beschäftigt hat und wie man das am besten machen kann. Es war allen bewusst in den 80er, 90ern, es gab zwar zentrale Denkmäler, aber das waren meistens keine Namensdenkmäler. Ja? Also das ist ein zentrales Denkmal, irgendwo steht das für so und so viele Juden der Stadt Salzburg etc. oder für eine andere Opfergruppe oder für was weiß ich, ist ja ganz gleich jetzt, für diese Terroropfer. Und da ist meines Erachtens die geniale Idee gewesen von ihm, zu sagen, die Bewohner einer Stadt sollten eigentlich konfrontiert werden damit. Mit dem Stolperstein des Stefan Zweig hat Dr. Gerd Kerschbaumer nun die zweite Patenschaft übernommen. Seine Frau übernahm die Patenschaft für Friederike und die beiden Töchter. Wir haben nach der Motivation zur Teilnahme am Projekt Stolpersteine gefragt. Es hat sich einfach so ergeben, das hängt sicher damit zusammen, dass ich in Pension gegangen bin und Zeit habe. Ich habe Zeit, während jüngere Studentinnen und Studenten, aber auch die Professorinnen, nicht die Zeit haben, sich in die Archive zu begeben und dort stundenlang nachzuschauen, wo haben diese Menschen gewohnt. Das ist ein bisschen zeitaufwendig. Zurzeit sind in der Stadt Salzburg 358 Stolpersteine verlegt. Dies war nur durch den engagierten Einsatz von Historikern und Historikerinnen, Einzelpersonen, Vertretern und Vertreterinnen von Kultureinrichtungen und Politikern und Politikerinnen aus allen Parteien möglich.